Wer schon immer wissen wollte, wie ein Auto von selbst fahren lernt, ein Flugroboter navigiert oder wie grün der Strom schon heute ist, der hatte am Dienstag die Gelegenheit, alles in der Schnupperschule der TU Chemnitz kennenzulernen. In der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik konnten Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse an verschiedenen Kursen teilnehmen. Ziel dabei war es, sowohl Themen aus der Elektro- und Informationstechnik hautnah zu erleben, als auch die Einsatzgebiete eines Elektroingenieurs kennenzulernen. Seit 10 Jahren öffnet die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik ihre Türen einmal pro Jahr für die Schüler ab der 9. Klasse. Und wir bieten hier innerhalb dieser Schnupperschule ein Programm, der sich zusammensetzt aus praktischen Komponenten, aus Orientierungskomponenten. Das Programm von der Schnupperschule kann der Schüler individuell sich organisieren. Das heißt, wir haben Stationsblöcke und die Schüler wählen sich selbst à la carte quasi die entsprechenden Stationen, wo die gerne teilnehmen möchten. Das sind meistens verschiedene Angebote, die dann gerade diese Perspektiven im Studium und in der Elektrotechnik abdecken. Und es kommt vor, dass Schüler mehrere Jahre zur Schnupperschule kommen, weil die einfach das komplette Programm sich anhören möchten. Eine der zahlreichen Stationen beschäftigte sich mit dem autonomen Fahren. Hier war es den interessierten Mädchen und Jungen möglich, selbstständig ein Programm für ein kleines Auto zu schreiben. Dabei ermöglichte die von den Schülern konstruierte Anwendung, dass das Auto sich eigenständig fortbewegen konnte. Die Schnupperschule soll den Nachwuchsstudenten die Entscheidung für ihren Start ins Studium vereinfachen. So sollen die Kurse zeigen, dass die Studiengänge der Elektrotechnik nicht nur aus grauer Theorie bestehen, sondern auch sehr praxisorientiert sind. Elektrotechnik ist nicht unbedingt nur ein Theoriefach, es ist Praxis. Und wir an der Technischen Universität, wir haben ein ausgewogenes Programm an theoretischen Komponenten, aber auch praktischen Komponenten. Allein in meinem Lehrstuhl tun wir im Jahr 400 Studenten durch Praktikas begleiten. Also es ist nicht so, dass die Praxis auf der Strecke bleibt. Sehr häufig verbindet man die Elektrotechnik mit der Starkstromtechnik. Ja? Und gerade in der Schnupperschule möchten wir die Vielfältigkeit der Bereiche der Elektrotechnik zeigen. Auch die Programmierung, die Miniaturisierung, die Mikrosystemtechnik und alles, was sozusagen die Schüler heute interessiert, von drahtloser Kommunikation über kleine, wie das Handy funktioniert und so weiter. Das sind so die Inhalte, die wir auch in dieser Schnupperschule vermitteln wollen. Die Schnupperkurse gehen über 2 Tage und finden immer in der 2. Woche der Winterferien statt. Wer also technikbegeistert ist und Interesse an den Kursen hat, der kann sich auf der Website der TU Chemnitz über die kommenden Veranstaltungen informieren.